Schirm. Schnuppe, was ist denn los mit dir? Soll ich mein Frühstück alleine machen? Hm? Was? Du wirst ja gar nicht richtig wach. Ich hab so Kopfweh. Kopfschmerzen? Hast du doch nie. Hm. Das ist komisch. Lass mal, die gehen schon wieder weg. Tja, Meisel traut sich was. Kaum ist Vater weg, da versteckert dir die ganze Landschaft. Ach, das ist doch egal. Lass ihn doch. Keine blöden Witze, ja? Andreas, ach, bitte sei doch du so lieb und mach Kaffee und deck den Tisch. Ich räume das hier schon weg. Weißt du, mir ist ein bisschen kodderig. Als ich damals diese Kopfschmerzen hatte, da musste ich die Tabletten nehmen. Die hat mir Dr. Fileck verschrieben. Schatz, du weißt ganz genau, ich nehme dieses Chemiezeug nicht. Die Kopfschmerzen gehen auch von alleine wieder weg. Als ich die Kopfschmerzen hatte, musste ich sie nehmen. Ja, du warst ja auch krank. Du hattest eine neue. Also eure besorgten Blicke machen mich krank. Es gibt ja so einen gewissen Punkt, der... Schnuppe, du verschläfst doch sonst nie. Ja. Und Tassen hast du auch noch nie zerdabbert. Mitsamt den Untertassen. Ich bin eben ein Morgenmuffel. Mensch, wenn du es davon hast, dich überführt. Du bist eher das Gegenteil, Schnuppe. Du bist eine Lerche. Rüdiger, mir ist es manchmal richtig auf den Geist gegangen. Wenn Papa dich nicht an der Schule vorbeibringt, dann kommst du wieder zu spät, mein Sohn. Ja, dann komm ich aber zu spät. Na, du kannst dir das eher leisten. Wieso? Eberhard, Männer in leitenden Positionen kommen nicht zu spät. Die haben noch einen wichtigen Termin wahrzunehmen. Andi, los, zieh dich an und komm mit. Mhm. Nun mach und trödel nicht so. Ja, ich bin da. Gefällt Ihnen Pyrmont? Mhm. Auch Römer? Gicht. Eieieiei. Und das bei einem Geiger. Ich muss weiterspielen, solange es geht. Wie ihr klebt, wie? Mhm. Haben Sie Familie? Aber die Frauen laufen Ihnen doch immer noch hinterher. Ist gut fürs Trinkgeld. Meine Frau ist vor 6 Jahren gestorben. Frau Käthe ist Verwandtschaft, Schwiegermutter meiner Tochter. Nette Frau, sehr angenehm. Sie sprechen gar nicht wie ein Italiener. Recklinghausen. Ah, Künstlername wie? Frau Käthe guckt sie auch immer so. So, Sie wissen schon wie, an. Ja, aber Sie haben mir 20 Mark Trinkgeld gegeben. Danke.
Bitte. Sagen Sie mal, glauben Sie, dieser Matsch hilft gegen Ihre Gicht und gegen meinen Rheuma? Wir leben doch alle von der Hoffnung. Warum sitzt du nicht Beamter hier wohl? Sehen Sie, bei mir geht's nicht gut, mir geht's nicht schlecht. Aber aus dem Gröbsten bin ich raus. Meine Tochter hat's gut getroffen. Haus, großen Wagen. Mein Schwiegersohn ist sehr erfolgreich. Ist Betriebsleiter. Also ich bin jedenfalls zufrieden. Aber bei Frau Käthe, da wird mir so richtig warm ums Herz. Sie ist wirklich sehr nett. Ja, nicht? Also ich muss Ihnen sagen, wenn ich noch mal 50 wäre. Ja, Herr Cherubino, ich darf ich nicht. Aber Geige spielen kann ich auch nicht. Entschuldige, wenn ich dich störe, aber du musst mir helfen. Conny, du störst doch nie. Ich führe doch auch jetzt diesen Strelenau-Schnaps. Hm? Und der ist mir ausgegangen. Und die Lieferung dauert bestimmt 3 Tage. Kannst du mir mit ein paar Flaschen aushelfen? Natürlich, ich habe reichlich. Wie viel brauchst du? Na, 3 Flaschen mindestens. Ach Quatsch, heute ist ja Harmonie. Und das Zeug, das läuft seit der Hochzeit deines Rüdigers mit diesen Grafentöchterchen wie Wasser in meiner Kneipe. Ist wahr? Allein deine Freundin Gerda, die kippt nach den Übungsstunden mindestens, wenn nicht sogar noch mehr. Reichen 6? Aber ja. So, du siehst ein bisschen blass um die Nase aus. Fühlst du dich nicht wohl? Doch, doch. Ja? Also du kriegst das Zeug bestimmt in 4 Tagen wieder. Lass dir Zeit. Die Wechseljahre bist noch etwas jung. Vielleicht froh, dass ich die hinter mich gebracht habe. Also tschüss. Tschüss. Wiedersehen nochmals. Vielen Dank. Bitte? Ja? Ja, also Chef, ich hab was. Ja, ich hab auch was. Ach, jetzt machen Sie wieder Ihre Witze. Was mache ich denn für Witze? Also was ist los? Na, es ist nicht schlimm. Ich sitze, wie soll ich das ausdrücken, vorübergehend in der Klemme. Ah, ich ahne was. Hast du denn dem genialen, hoffnungsvollen Sprössling einen englischen Sprachkurs auf Abzahlung gekauft? Jetzt machen Sie wieder Ihre Witze. Der kann doch noch nicht mal sprechen. Nur zählen kann er. Mit den Fingern. Ist eigentlich nicht Ihre Sache, Chef. Es ist Sache der Lohnbuchhaltung, aber ich traue mich nicht hin. Lohnpfändung? Natürlich nicht. Nur ein Vorschuss, so 300. Ja, dann frag doch. Da geht er in der Frühstückspause rüber und fragt, dass er nicht ungewöhnlich ist. Ja, aber ich habe schon 500 in diesem Monat. Aha, jetzt kommen wir auf den gewissen Punkt. Meine Frau arbeitet, seitdem das Kind da ist, nur halbtags. Jetzt muss sie ganz aufhören. Es wird ein bisschen eng. Sie hält es auch körperlich nicht aus. Das Kind, Sie wissen ja, wie das ist, braucht wahnsinnig viel Zuneigung, damit es was wird. Ist mir klar. Die 3 ersten Lebensjahre sind die wichtigsten Entwicklungsjahre im Leben eines Kindes.
Das ist die Basis für die Intelligenz. Die größten Genies waren schlecht in der Schule, aber gut zwischen dem ersten und dritten Lebensjahr. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Na ja, das ist ganz toll, Heinz. Ich habe jetzt einen psychologischen Farbtest gekauft. Für Kleinkinder bis zu 6 Monate. Wir trainieren damit das Farbempfinden von Oliver. Rot hat er schon ganz fest im Griff. Ja, er fliegt ja nicht auf Rot. Ja, aber Blau, Gelb und Grün, das ist auch überdurchschnittlich. Was denn? Nur Braun lehnt er ab. Ist das schlimm? Natürlich nicht, sehr gut. Es zeigt die Beweglichkeit des Geistes. Ja, und wie äußert sich das? Na, die braunen Bauklötze, die schiebt er zur Seite und die roten und gelben und blauen, die betatscht er ganz liebevoll. Das ist interessant. Nicht? Ja, und dann... Ja, nur ist mal Schluss. Ja. Ich setze dich auf die Überstundenliste und rede mit der Lohnbuchhaltung, okay? Danke. Farbtest für Kleinkinder. Oh, Quatsch. Das ist überhaupt kein Quatsch. So, meine Herren. Appetit wünsche ich. Ach, hallo. Brauchst du jetzt etwas von mir? Ja. Ja, na natürlich. Einen Rat, du. Du hast doch vorhin zu mir gesagt, ich sehe so blass aus um die Nase. Ja, aber jetzt doch nicht mehr. Das war das Licht bei euch im Keller. Ich fühle mich so kodderig. Ja. Komm, setz dich da hin, ja? Ich komme gleich zu dir. Wir können unserem Herrgott auf Knien danken. Ja. Chiropino hat auch die Gicht. Und das in seinem Beruf. Er kommt aus Recklinghausen. Sie hat eine sehr interessante Unterhaltung im Moorbad. Eigentlich sollten wir den Kindern eine Postkarte schicken. Aber Walter, das tun wir doch ohnehin jeden Tag. Dann eine, auf der wir ihnen mitteilen, dass wir uns zu verloren gedenken. Mein Gott, Walter. Bitte, war doch nur ein Scherz. Wozu sollten wir uns verloben, da wir ohnehin schon verwandt sind? Ja, aber nur verschwippt. Ja, Sie können es nennen, wie Sie wollen, Käthe. Wir kennen uns jetzt fast 25 Jahre und sitzen uns immer noch wie die Fremden. Das mache ich nicht mehr mit. Ab heute bist du für mich Käthe. Ja, ich weiß nicht recht. Gut, Käthe, darauf trinken wir ein. Käthe, auf dein Wohl. Auf gute Gesundheit für uns beide. Das größte Geschenk, das der liebe Gott uns neben unseren Kindern gegeben hat, ist unsere Gesundheit. Ja. Milch? Zucker? 2. Du hast es gut. Keine Probleme mit der Figur. Du kannst sogar Zucker in den Kaffee nehmen. Aber ich? Ich habe in den letzten 14 Tagen sogar abgenommen. Da musst du zum Arzt gehen. Muss ein Doktor der Sache auf den Grund gehen. Und wenn es was Schlimmes ist? Muss man der Sache auf jeden Fall auf den Grund gehen. Aber zu meinem Hausarzt gehe ich nicht. Der ist mit Eberhard zusammen zur Schule gegangen. Und gehst eben zu meinem. Aber du, mit Eberhard musst du trotzdem reden. Ich meine, du kannst doch nicht so tun, als ob alles in Ordnung ist und du glücklich bist. Ne? Ich meine, eines Tages kommt er dir drauf, dann wird er unsicher. Und dann wird es erst recht schlimm. Du meinst also auch, dass es schlimm ist? Ach, ich meine gar nichts. Ich schreibe dir jetzt mal die Adresse von dem Arzt auf, ja? Aber du hast doch eben gesagt, dass es dann noch schlimmer wird. Das habe ich doch ganz anders gemeint. So, hier ist die Adresse. Ich kann dich aber auch anmelden. Das ist unser alter Theaterarzt. Der kennt alle Leiden. Nein, wenn ich denke, was wir alles gehabt haben, weißt du? Das Schauspiel hatte natürlich immer mit Nerven. Ne? Wir von der Operette hatten Angst vor Erkältungen. Und das Ballett hatte natürlich immer kaputte Knochen. Kunststück, wie die rumtoben, nicht? Und er hat allen geholfen. Ja, besser als jeder Spezialist. Danke. Weil man ist nicht mehr der Jüngste, aber Erfahrung zählt. Ne? Wenn ich dir mal erzählte, was unsere Tenöre alles für Erkrankungen hatte. Naja, in einer stillen Stunde, nicht? Hm.
Bitte schön. Die Dame war vor mir. Sie gehört zum Inventar. Eine Autogrammsammlerin. Sie sitzt hier von morgens bis abends und strickt. Und wartet und wartet. Bitte schön. Bitte nehmen Sie doch Platz. Sie sind Frau... Wichert. Hannelore Wichert. Und kommen auf Empfehlung meiner guten alten Freundin, La Belle Gioconda. La Belle Gio... Was? Nein, nein. Conny ist die Wirtin von unserem Vereinslokal. Ja, jetzt. Aber früher war sie La Belle Gioconda. Eine Schönheitstänzerin von allerhöchstem Rang. Atemberaubend, Frau Wichert. Schönheitstänzerin? Ich dachte immer, sie war beim Theater. Später dann, in den 50er Jahren, als der Striptease den Schönheitstanz verdrängt hatte, da war sie im Opernchor mit Operettenverpflichtung. Sehr hübsche Stimme. Hat sogar der Hesters gesagt. Aha. Na, Frau Wichert, wo fehlt's uns denn? Ja, also ich habe seit Tagen diese quälenden Kopfschmerzen. Schwindelgefühle, dazu so ein Ziehen und Stechen im Nacken und manchmal sehe ich alles doppelt. Ah ja, ich sehe. Keine Angst, Frau Wichert. Sie sind sehr beschäftigt, nicht wahr? Nicht mehr als die meisten. Haushalt, Kinder. Mhm. Ein Geschäft? Mhm. Schon ein Enkelkind. Wirklich? Schon? Auch Ärger mit dem Herrn Gemahl? Nein. Tja, also, Frau Wichert, Sie müssen kürzer treten, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Bitte gehen Sie doch mal an diesem Teppichrand entlang. Schließen Sie dabei die Augen und strecken Sie beide Arme weit aus. Und dann kommen Sie bitte auf mich zu. Tja. Also, Frau Wichert, das möchte ich gern alles genau wissen. Bitte legen Sie sich doch mal dahin. Ich werde Sie einem Facharzt überweisen, der dann eine weitergehende Untersuchung vornehmen wird. So, danke schön. Was könnte es denn sein, Herr Doktor? Antworten Sie mir doch. Bitte. Sie haben eine eiserne Kondition, Frau Wichert. Und Sie haben einen eisernen Willen. Und mit diesem eisernen Willen reden Sie sich ein, dass Sie gar nichts Schlimmes haben. Versprochen? Bitte schön. Und wenn Sie sich nicht wohlfühlen, rufen Sie mich an, ich komme dann vorbei. Danke, Herr Doktor. Bitte schreiben Sie mir doch Ihren Namen in das Buch. Und eine freundliche Widmung für Thea. Aber ich... Thea ist meine ältere Schwester. Nein, nein, ich bin gar nicht... Also ich meine, mein Autogramm ist völlig wertlos. Der Herr Doktor küsst nur prominenten Damen die Hand. Mhm. Bitte. Bitte, danke. Die kenne ich doch gar nicht. Fräulein Glaubrecht. Ja. Ja, es ist etwas sehr Persönliches. Oh.
Hören Sie zu meinem 20-jährigen Betriebsjubiläum. Da hat mir die Firma doch so ein 12-teiliges Geschirr geschenkt. Erinnern Sie sich, ne? Ja, Tulipan weiß. Ich habe selbst besorgt. Sehr gut. Heute Morgen sind uns da ein paar Tassen kaputt gegangen und ich möchte meiner Frau bis heute Abend den Schaden ersetzen. Wo kriegt man dieses Geschirr, dieses Tulipan? Oh, ich kann es Ihnen ja besorgen. Ja, danke, aber ich bräuchte es noch bis heute Abend. Ach, können wir doch zusammen hingehen und es kaufen. Nach 5. Sehr gerne. Aber Tulipan weiß es nicht ganz billig. Ja, es hörte sich auch sehr teuer an, als 6 Tassen samt Untertassen auf den Küchenboden knallen. Oh. 10 nach 5 vor meinem Auto. Ja, Punkt 5 Uhr stehe ich dort. Was hat er gesagt? Nichts. Außer, dass du mal Schönheitstänzerin warst, bevor du zum Theater gegangen bist. Schon, aber in allen Ehren, nicht so ein Schweinkram. Hast du mir so Ausdruckstanz, nicht? So der Tanz der drei Fächer. Ich find's ja auch toll. Ja, aber er hat doch nicht nichts gesagt. Er hat mich zu einem Spezialisten überwiesen. Zu einem Neurologen. Morgen Nachmittag. Du, als er dich untersucht hat, hat er immer seine Nase geknetet, so? Warum fragst du das? Weil er immer die Nase knetet, wenn gar nichts ist. Wenn nichts ist, warum überweist er mich dann zu einem Neurologen? Also Wunder kann ich mit Güldenstein auch nicht vollbringen. Ich meine, er muss sich ja auch vergewissern, ne? Pass mal auf, du gehst jetzt nach Hause und ruhst dich aus. Leg dich hin und mach Pläne für die Zukunft. Du, weißt, es gibt so viele schöne Dinge im Leben, die du dir erträumt hast. Und jetzt kannst du sie endlich mal machen. Warum ausgerechnet jetzt? Na ja, ich meine, einmal ist die Zeit gekommen, wo man sich seine Wünsche erfüllt, nicht, und das Leben genießt. Rüdiger und ihre Schwiegertochter sind da und gezankt haben die. Also ihre Schwiegertochter, die hatte ihr Baby in so einer Art Sack auf den Bauch gebunden. Vielen Dank, dass Sie mich warnen, Herr Meisel. Ja. Post ist auch für Sie gekommen. 2 Ansichtskarten und ein Brief. Ach, und von wem? Bitte? Danke, Herr Meisel. War auch Kundschaft da? 6 oder 7 Leute. Ich habe denen gesagt, dass sie in die Stadt mussten, dringend. Wahrscheinlich zum Arzt. Wohin? Woher wissen Sie? Ach, liebe Frau Hannelore, im Garten, da ist Ihnen schwindelig geworden. Und dann sind Sie so mit so unsicherem Schritt die Straße entlang gegangen. Ich bin ein Psychologe. Ich war nicht beim Arzt, ich war beim Ach nein, beim Friseur war ich auch nicht. Ich ist auch egal, guten Tag an meinen. Schnuppe? Hallo. Hallo. Hallo, Vater. Habt ihr Katrinchen mitgebracht? Ja, klar. Gott sei Dank. Mami war schon ganz durcheinander. Schnuppe. 6 Tassen und Untertassen. Tulipanweiß. Oh. Oh nein. Schatz, da bist du selber losgeschoben und hast das eingekauft? Naja, die Glaubrecht hat mir dabei geholfen. Mhm. Dafür musste ich anschließend mit ihr noch auf den Liebesknochen ins Café. Naja, die Glaubrecht, die liebt dich. Na, man kennt sich halt lange Zeit. Sehr schön, meine Herrschaften. Finde ich gut, Hannelore. Aber im Takt 5 und im folgenden Takt hatte unser alten kleinen Durchhänger. Also bitte, meine Damen. Hannelore, wenn es gleich zu deinem Solo kommt, dann halte den Ton möglichst lange.
Dann hat der Bass Gelegenheit für ein schönes Crescendo. Kann nicht Gerda für mich das Solo singen? Ich... Ist in Ordnung, Hannelore. Danke. Was Abschließendes kann ich noch nicht sagen. Nur so viel, Ihre Alpha-Kurve gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, was eine Alpha-Kurve ist, Doktor. Das sind die Gehirnströmungen eines Menschen im Ruhezustand. Bei Ihnen ist diese Alpha-Kurve ungewöhnlich ausgeprägt. Eine Möglichkeit, die man nicht ausschließen kann. Operation? Nein, nein. So weit sind wir noch nicht. Bitte. Es gibt viele andere Möglichkeiten. Ein Tumor ist nur eine davon. Aber ich möchte Sie in ein Krankenhaus einweisen zur stationären Untersuchung. Also doch etwas Ernstes. Wenn Dr. Schmidt-Gültenstein seine Nase knetet, dann bedeutet das etwas sehr Böses. Warum massieren Sie Ihre Nase, Doktor? Frau Wichert, ich möchte, dass Sie so schnell wie möglich in die Universitätsklinik gehen. Tja, der alte Schmidt-Gültenstein ist ein glänzender Diagnostiker. Respekt. Er hat den Verdacht, dass sich hinter Ihrem Auge möglicherweise ein Tumor befindet. Das könnte aufgrund meiner Untersuchung in der Tat der Fall sein. Muss es aber nicht. Zu wie viel Prozent ist es wahrscheinlich, dass es ein Tumor ist, Doktor? Wenn ich jetzt sage, zu 50%, dann wäre das genauso schlimm, als wenn ich sagen würde, zu 90 oder zu 10%. Das hilft Ihnen jetzt nicht. Aber je eher wir die Ursache für Ihre Beschwerden herausfinden, umso schneller und sicherer kann ich Ihnen helfen. Hat es in Ihrer Familie schon mal einen Tumor gegeben? Meine Mutter ist an Krebs gestorben. Was für ein Karzinom hatte sie? Gut, dann werden wir jetzt gemeinsam Ihren Mann anrufen. Und ich werde Ihnen davon unterrichten, dass Sie in ein Krankenhaus müssen. Sie haben Ihrem Mann natürlich noch kein Wort gesagt. Ne? Woher wissen Sie das, Doktor? Jetzt sagen Sie bloß nicht, dass Sie ein guter Psychologe sind. Ich sag es ihm selber, heute Abend, wenn wir allein sind. Wir haben da so unsere Gewohnheiten. Da sprechen wir über alles, über jeden Punkt. Eberhard, ich... Andi! Hallo! Mit den allergrößten Komplimenten von Monsieur Pierre für die Familie Wichert. Mami, setz mal das Wasser auf. Ach, nur über meine Leiche. Andi, bitte, bitte, tu dieses Monstrum sofort wieder in den Korb und stell's runter in den Keller. Andi, Andi. Weißt du was?
Lad morgen deine Gabi ein und dann isst du, Gabi und Vater dieses Monstrum zum Essen. Monstrum? Aber das ist doch ein Hummer. Das ist eines der edelsten Meerestiere. Warum hast du vorhin gesagt, nur Andi, Gabi und ich? Ich werde morgen Abend nicht hier sein. Die Tabletten, die ich dir gestern Morgen gegeben habe, sind alle. Du hast in den letzten 2 Tagen 20 Stück genommen. Spielen jetzt Männer. Das ist doch nicht nötig, Schnuppe. Das habe ich auch so gemerkt. Wusstest du, dass Conny mal als La Belle Gioconda, als Schönheitstänzerin aufgetreten ist? In allen Ehren natürlich. Mit 3 Fächern. Schnuppe. Das kann in der Familie liegen, Eberhard. Genau, das weiß man nicht. Schnuppe. Oh, hallo, ihr Lieben. Vater und Mutter haben wieder eine Postkarte geschrieben. Ja, und Opa kann jetzt wieder 5,50 Mark sagen, ohne dass ihm die Zähne rausfliegen. Ja, und Mutter rät uns dringend zu einer Kur. Die machst du dann aber auch, wenn du hier raus bist, ja? Ich kann doch nicht nach Bad Pyrmont fahren. Sieh mal, da steht nicht ja Oma die Schau, hm? Können wir ihr doch nicht antun. Hast du Schmerzen? Als ob mein Kopf in einer Schraubzwinge steckt. Ganz ehrlich, du. Und warum bekommst du keine Tabletten? Weil noch kein Mensch weiß, was für Tabletten da helfen. Hey, Andi, hör auf damit. Die Leichenfrau hat gesagt, ich werd wieder. Mami, jetzt mach doch nicht so blöde Witze. Es gibt da so einen gewissen Punkt. Nicht so gut, ne? Der Hummer? Tja, der schwimmt wieder bei Monsieur Pierre im Becken. Er darf auf keinen Fall gekocht, gegessen oder ihm auch nur ein einziger Fühler gekrümmt werden. Fein. Uschi haben heute schon 3-mal angerufen und wollten Mami sprechen. Diese Geheimnistuerei ist doch blöde. Mutter sagt, die Exkursion ist wichtig für ihr Examen. Und das Examen soll auf keinen Fall gefährdet werden. Also. Ja, und Opa und Oma? Fango, Trinkkuren und Bäder können wir auch zu Hause machen, Käthe. Ich freue mich schon auf zu Hause. In 10 Tagen, Walter. Bis dahin genießen wir beide die Atmosphäre hier, den Rahmen. Diesen Stil haben wir doch zu Hause nicht.
Also dein Salon gefällt mir besser, Käthe. Wirklich? Ja, wirklich, Käthe. Ich glaube mir kein Mensch, Herr Wichert, dass Sie mal später kommen als ich. Es tut mir leid. Oh, vielen Dank. Sorgen? Meine Frau liegt im Krankenhaus. Was Ärztes? Wissen Sie was, Herr Tenstag? Ich habe heute überhaupt keine Lust, da reinzugehen. Und ich verbiete Ihnen, heute da reinzugehen. Seit wann liegt Ihre Frau im Krankenhaus? Seit 10 Tagen. Ach, nehmen Sie es als Kompliment, Herr Wichert. Ich habe seit 10 Tagen nichts davon gemerkt. Das Kompliment gefällt mir aber gar nicht. Hallo. Grüß dich, Schatz. Tag, Schnuppe. Tag. Von Dienstag. Donnerwetter. Naja, bisschen übertrieben. Wie geht's dir? Hör zu. Ich habe ein Blutgerinnsel hinter dem linken Auge. Deswegen ist mir schwindelig, ich habe Kopfschmerzen und deswegen konnte ich manchmal nicht richtig sehen. Ja. Aber das ist völlig harmlos. Das bildet sich mit der Zeit ganz von alleine wieder zurück. Ich muss mich nur schonen. Und das bildet sich von allein zurück? Ganz bestimmt. Ja, und wovon kommt denn sowas? Och, das kann von allem Möglichen kommen. Vom Husten zum Beispiel. Oder vom Schwerheben. Aha, Schwerheben. Diesem Bierkutscher breche ich alle Knochen im Leibe. Einverstanden. Aber mach das bitte, solange ich noch hier drin bin, ja? 5 bis 7 Tage, sagt der Professor. Er will mich kalt stellen. Ein kluger Mann. Und zu Hause versäumst du ja auch nichts. Klein Katharinchen? Bestens versorgt. Gabi, Andi und ich. Rüdiger und Uschi? Im Moment vermisst Katharinchen dich bestimmt nicht. So. Mhm. Und jetzt gehe ich nach Hause und erzähle den anderen alles, ja? Tschüss. Tschüss, mein Schatz. Stopp! Sag mal, warum vermisst Klein Katharinchen ihre Großmutter eigentlich nicht? Oh, das habe ich nur so dahin gesagt. Sie spielt auch nur noch mit gelben und blauen Klötzchen. Die braunen rührt sie nicht an. Schlaues Kind, nicht? Tschüss. Wie schön. Gute Nacht, Eberhard. Herr Professor? Ja, bitte? Mein Name ist Wichert. Ich danke Ihnen. Ich bitte Sie. Es war nichts. Absolut nichts. Gratuliere. Danke. Der alte Schmidt-Güldenstein. Dieser olle Bock. Der hat einen Riecher. Unglaublich. Hallo. Moin, Herr Krause. Moin, Herr Wichert. Guten Morgen, Frau Glaubrecht. Mit meiner Frau ist alles in Ordnung. Oh, wie schön, Herr Wichert. Da scheint ja endlich wieder die Sonne in Ihrem Gesicht. So mag ich Sie. Bei 335 Punkten unbedingt verkaufen, Mutter. Morgen, lieber Wichert. Ich habe heute gar nicht mit Ihnen gerechnet. Tschüss. Ruf zurück.
Was ist denn eigentlich aus dem Innenausbau der Chefetage der Zentralbank geworden? Bisschen Schwein im Walde, was? Mich hat der Ehrgeiz gepackt. Beim Golf. Oh mein Gott. Ich hätte Ihrem Rat folgen sollen. Und ihn gewinnen lassen. Na, das ist doch wohl klar. Und mein Handicap? Wenn wir den Auftrag nicht bekommen, dann ist das ein viel größeres Handicap. Und nun? Fällt Ihnen was ein? Wir wollen schon verlieren. So. Sie reißen mir das Herz aus der Brust. Macht nichts, Herr Tenstag. Sie ahnen ja gar nicht, was die Ärzte heute alles reparieren können. Du, Eberhard, halt mal an. Bank. Guck mal, da ist mein kleiner Freund. Hallo. Hallo. Ich bin eher ein Golftyp. Frau Wichert. Herr Meisel. Herzlich willkommen. Danke. Blumen für mich? Das ist aber lieb von Ihnen. Oh, das sind aber schöne Blumen. Ich habe noch eine Überraschung für dich. Ah. Halten Sie mal. Oh, wie schön. Sag mal, habt ihr hier Hausputz gemacht? Das glänzt ja alles so. Du solltest alles so vorfinden, wie du es verlassen hast. Hm? Sag mal, wem gehört denn die Jacke? Mir. Herzlich willkommen, Hannelore. Und ich sag auch noch, es glänzt alles so schön. Oma Schleswig-Holstein putzt mein Haus. Kam so zufällig Ach, vorbei. Zufällig. Ja, sie kam zufällig vorbei und habe ihr die Wahrheit gesagt. Die Wahrheit. Na ja, na, ist ja da geblieben. Nimm das Wort Wahrheit bitte nie wieder in den Mund, Schatz. Oma Schleswig-Holstein in meinem Haus. Ich wusste ganz genau, dass du mir was verschwiegen hast. Sehr schlimm. Mhm. Schlimm. Im Krankenhaus hat doch niemand meine kalten Füße gewärmt. Mhm. Oh. Oma Schleswig-Holstein wird jetzt aufstehen und Katrinchen die Flasche geben. Und Oma Berlin kommt sofort zu Opa. Ist das klar? Wenn deine Mutter erfährt, dass die Gräfin in ihrem Bett geschlafen hat, du. Wieso? Mutter wird entzückt sein. Ja, stimmt. Ich höre sie direkt schon. Nicht mal im Bett des Bundeskanzlers hat jemals eine Gräfin geschlafen.